Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deponia Doomsday. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Ach, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oje. Kacke. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Okay. Gut. Wir müssen alles so... Oh, warte. Okay, hier ist ein Eimer, den müssen wir nehmen. Und das Laken müssen wir nehmen. Das war nämlich nicht da. Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Das Laken? Das können wir nehmen, okay. Den Spaten? Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Okay. Wir haben ein Laken und... Ne, das muss er später anhaben, auf jeden Fall. Reden wir mal mit dem Totengräber. Ein Hüt... Warte, erstmal müssen wir gucken, ob es ein Hütchen gibt. Hut, Hut, Hut. Irgendwo ein Hut. Hut. Ich sehe keinen Hut. Seht ihr einen Hut? Ne, ich sehe keinen Hut. Hallo, Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn... Sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Hey, Propheten auch. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Ja. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann einen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und... Das irritiert dich gar nicht? Nö. Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herren Sauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Ha, meine leichteste Übung. Ja. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Prophetenoutfit. Dann können wir weiterreden. Immer dieser Leistungsdruck. Komm, Rufus, das schaffst du. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Okay. Ich verschwinde. Tüdelü. Tüdelü. Haha. Hier ist dein Laken. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Das wäre genau die richtige Robe für einen Propheten. Und luftig ist sie außerdem. Da bimmeln die Glocken. Aber noch bin ich kein Prophet. Okay, also muss ich erst das Grab ausheben und danach ihm die Sachen geben.
Alles klar. Zack, zack. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Aua. Ich müsste dich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Später. Bravo. Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt ich brauche ich nur noch ein Propheten-Outfit und wir können die Jobs tauschen. Gut, ja, das Propheten-Outfit kannst du haben. Das Laken hier ist das perfekte Outfit dafür. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Yeah. Na sowas, es sitzt perfekt. Es betont die Schultern und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. So will ich mich auch umziehen können. Du Heilige. Hast es verdient. Dann nehmen wir jetzt den Eimer, würde ich sagen. Den braucht er jetzt nicht mehr. Nice. Okay, und jetzt, mit dem müssen wir, glaube ich, nicht reden. Dürfen wir eigentlich nicht. Ich hätte mir Roccos Konfektionsgröße notieren sollen. Okay, dann würde ich sagen... Bowlingbahn. Nein, vielleicht die Farbe mit der Kristallkugel? Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Das sieht aus wie... Wieso ist das hier so? Das ist so... Das sieht so anders aus. Haben wir hier vielleicht einen Hut? Ich habe hier noch gar nicht geguckt. Nicht neu. Nö. Ich sehe keinen. Bowlingbahn. Standen die Pins später auch schon da? Weiß ich nicht. Können wir vielleicht den Farbeimer... Ich mag mich irren, aber ich glaube, okay, nein. Da spielt man mit einem Ball. Ach echt? Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Aber da lag doch noch eine Bowlingkugel, oder nicht? Ach, die Frack haben wir jetzt. Stimmt, okay. Wir brauchen jetzt nur den Ring. Den Ring. Den Ring. Wir brauchen noch den Ring. Vielleicht müssen wir doch mit den Leuten hier reden. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Schade. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendwas? Außer den Propheten. Wir haben jetzt noch Farbe. Was sollen wir denn mit Farbe machen? Vielleicht die Farbe dem Typen hier ins Gesicht schmeißen? Das wird ihn nicht interessieren. Ich sehe, du hast Talent. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich weiß. Kamera vielleicht nehmen? Die sollte ich lieber nicht. Okay. Das können wir nicht machen. Alles klar. Sonst, wir haben hier noch die Bowlingbahn halt. Aber den Farbeimer können wir damit nicht benutzen. Das ist das Problem. Wir haben hier nur den Seher und die Kristallkugel. Und Vince, ja gut. Aber... Wir haben halt sonst nichts hier. Das Grab ist geschaufelt. Er muss doch Gebote machen, oder nicht? Muss er nicht Gebote schreiben? Reden noch mal mit ihm. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt... Totengräber. Danke. Herzlichen Du. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Wozu brauchen Leichen Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeine davon, heute noch auszugehen. Nee? Ich hätte mehr. Achso. Gibt's hier noch was? Hier gibt's nur noch die drei Leute und. Ja, hier gibt's nur die Bowlingbahn und so, ne? Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Sollte ich die ist gen. Hä? Das wird die nicht. Finger diese und das.
Aber wir kommen ja auch nicht irgendwie hier lang. Hier ist die Bowlingbahn. Ja, jetzt bin ich aber... Hä? Und? Noch nicht. Vergiss. Ich denke an... Finger. Ich will sie haben. Will sie haben. Und das. Finger. Die und mein das. Das funktioniert auf jeden Fall hier. Okay, klar. Macht Sinn. Macht Sinn. Wir kommen halt nicht auf die andere Seite. Also da, wo wir eben schon waren. Farb einmal mit dem Hut vielleicht. Oder mit den schlafenden Dingern hier. Die wecke ich, wenn sie mich wieder... Ja, die wecke ich lieber nicht auf. Ja, alles klar. Wollen wir nochmal tauschen? Vielleicht geht das ja. Ich weiß nicht, ob man immer hin und her tauschen kann. Keine Ahnung. Herz, du! Geht nicht, okay. Moment, ich versuche nochmal. Was ist damit? Finger, die und mein. Nein. Das wird dir nicht. Ah. Finger, diese und mein. Das. Mist. Die sollte ich lieb. Die ist. Ja, vielleicht nur sauber machen oder so, Rufus. Kommt schon. Ich mag mich. Ich mag mich. Spielt man mit einem Ball, ich weiß. Hier ist aber nichts. Nichts! Standen die Pins? Nein, ich glaube nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt, aber übel verwirrt. Ach ja, das... Die sollte ich lieber nicht... Ist gen- Wieso kann man sie denn an... Also, wieso kann man sie denn berühren? Mit Vince können wir auch... Ja, gut, wir sagen ja... Gut, okay. Und? Noch ja, nicht. Wir haben nicht alles. Ich denke an die- kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay. Wow. Na dann. Wow, echt jetzt? Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Erstmal mich hinsetzen hier. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja. Ah. Oh je. Okay. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Scheiße. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Ah! Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Das ist ja geil! Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Ja, genau. Tja, genau, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Extravagant. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Weiß ich nicht. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Oh, muss ich jetzt... Frage die Kugel. Muss ich jetzt so lange die Hutmode fragen, bis wir auch in der... Vergangenheitszukunft? Die richtige Hut? Links? Tja, Moment. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Verwirrt. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was?
Wiederhutmode. Nochmal? Och nee, nochmal. Ey. Warum nicht? Ich befra... Ja, befrag mal die Kugel. Können wir hier... Wir können unsere Maus leider nicht bewegen in der Zeit, okay. Ja, ich schlechte Neuigkeiten. Ich erkenne nur ein Wort. Ja? Bauhelme. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Nochmal? Wiederhutmode. Noch... Nein. Ja, komm. Müssen wir nicht die ganze Zeit hören? Das Gleiche? Tja, ich erkenne nur ein Wort. Warnhütchen. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Moment, ich muss nicht mal... Oh, ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgebrochen. Okay, alles klar. Offline. Damit ich nicht die ganze Zeit die Benachrichtigung kriege, dass irgendwer irgendwas wieder spielt Hutmode. Oder so. Nochmal? Nein. Ja, nochmal Hutmode. Tja, ich erkenne nur ein Wort. Ja? Aluhüte. Kannst du da... Ja, aber... Na, was ist denn das? Wie oft haben wir das denn gemacht? Scheiße, Alter. Die Kugel, die Antwort lautet... Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ja! Kugel? Aber ja doch, genau. Die Kugel hat genau die Größe der Bowlingkugel von vorhin. Und das hier ist die richtige Farbe. So könnte ich zumindest schon mal die eine Sache wiederherstellen. Aber zuerst sollte ich mich um die Löcher kümmern. Ach komm. Okay, können wir die Bowling... Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Geil! Okay, ich frag mich, ob, wenn wir, nur die richtige Antwort gesagt hätten. Als wir gefragt wurden, was die neue Hutmode sein wird. Wo ist sie geblieben? Aua! Oh, lol. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Schnell, Vince, wir sind hier fertig. Gib Gummi! Ob wir dann auch nur eine Sache hätten schreiben, anklicken müssen, also nur einmal die Vorhersage hören hätten müssen, so. Das wisst ihr? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nee, lieber nicht. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben! Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Das Problem ist, das sieht nicht aus wie diese Kellnerin. Das sieht eher aus wie Goal. Und das wäre nicht gut. Eindeutig wäre das nicht gut. Scheiße, Mann. Als ob der jetzt mit Goal halt... Oh, nee. Haha! Weil ich wollte eigentlich... Oh, nee. Okay. Ich wollte eigentlich, diesen Plan hier nehmen, aber okay. So kann das natürlich auch gehen. Hier hast du deinen Ring. Und? Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn?
Natürlich. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ja. Ein echter Freund. Bald nicht mehr, glaube ich. Jetzt freie Bahn hat. Irgendwie. Naja. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Will ich dahin? Kann ich wieder raus hier? Kann ich nochmal rausgehen? Kann ich nicht? Ich kann nicht raus. Oh, nee. Okay. Schwamm drüber. Auf geht's. Was ist mit McChronicle und so?